So, da sind wir wieder. Was ist passiert? Das dritte Panzerkorps ist voll. Und das vierte habe ich auch gleich noch gemacht. Ist auch fast voll. Alles mit angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch die 20. Panzerdivision, damit ich da gut was rocken kann in Polen. Ja. Dann wollen wir mal schauen. Große Armee. 80. Jetzt habe ich den Erfolg schon freigeschalten. Wo ist denn das Schönes? Die Siegbedingungen ist klar. Habe ich noch gar nichts. Weil ich eben noch nichts da hier von meinen Siegbedingungen erreicht habe. Und ansonsten strategische Effekte hier. Große Armee. Deutschland Anzahl an Brigaden ist zumindest 800. Und ich habe eben jetzt 832. Durch die ganzen, also es zählen nur die Aufgestellten, glaube ich. Der Stahlpakt, da muss halt Italien endlich mit reinkommen. Dann kriege ich mehr Nachschub und Forschungseffizienz. Polnischer Korridor, klar. Danzig, wenn Mainz ist, wird von mir kontrolliert. Dann Flotte und Nachschubdurchsatz nochmal verbessert. Neutralität geht natürlich nicht. Ich kann meine Fraktion nicht verlassen als Deutschland. So, was habe ich noch? Eine große Flotte habe ich auch noch. Aha. Was muss dafür sein? Gesamtschiffe zumindest 100. Ich habe 157, okay. Mehr Führung. Organisationsregeneration. Die große Luftwaffe, dafür brauche ich 75 Flugzeuge. Nur werde ich vielleicht sogar fast noch vor Kriegsausbruch schaffen. Fast. Nicht ganz. Dann auch Organisationsregeneration, also für die Luftwaffe dann. Und Führung erhöht. Wichtiger Konvoi. Ja, das verstehe ich noch nicht so ganz, was das heißt. Erfahrene Armee, das sind dann die geführten Landschlachten. Erfahrene Flotte und so weiter. Erfahrene Luftwaffe. Gibraltar. Ja, da muss halt hier, ich muss die Kontrolle haben. Öresund ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ach ja, da reicht es nicht, Norwegen auszuschalten. Dafür müsste ich sogar, und Dänemark, gut, das sind die, die ich machen kann. Aber die anderen, die ich eigentlich in Ruhe lassen will, sind die Schweden. Und deswegen werde ich das nicht erreichen. So, was haben wir noch? Englischer Kanal. Das werde ich haben. Spätestens 41. Golf von Finnland. Wohl eher nicht. Ja gut, könnte passieren. Das letzte Mal ist es passiert, sind die Finnen in die Achse. Mal schauen. Ach so, wir haben ineffiziente Forschung. Und wir haben ein Autosave, weil wir jetzt... So, 39 haben. Damit haben wir eine nationale Entscheidung. Die heißt... Ansprüche auf das Memelland, wir speichern. Weil, das kann wieder schief gehen und dann stimmt Litauen nicht zu, sondern lehnt ab. Und da bin ich nicht dafür. Dann laden wir es lieber neu. Deswegen wird das jetzt gespeichert. So. Dann extra geheißen, das weiß ich auch nicht, was das heißen soll. Das heißt wahrscheinlich irgendwie, ich darf dann entweder mehr Garnisonen oder werden schneller gebaut. Molotow-Ribbentrop-Pakt, machen wir. Sowjets akzeptieren, gut. Das heißt, ich habe jetzt in Polen neue Kernprovinzen. Wenn ich die dann erobert habe, muss ich die nicht kontrollieren. Das sind dann deutsche Provinzen. Da kommt es nicht zu Aufständen. So, und Ansprüche auf das Memelland. Litauen stimmt zu. So. So. Molotow-Ribbentrop-Pakt. Zack. So. Nicht-Angriffspakt. So, das heißt... Ihr geht hier hin. Ihr geht nach Memel. Und das erste Armeekorps darf hier hin. So, weiter geht's. Einladung zum Bündnis. Ah, ich kann Italien ins Bündnis einladen. Very nice. Ah, ich sehe es nicht. Es ist nämlich direkt an mir dran. Deswegen kann ich es nicht sehen. Zur Fraktion einladen. Akzeptieren. Machen wir. Kostet einen Diplomatiepunkt. Sie haben es akzeptiert. Zack. Stahlpakt. Produktion sieht auch sehr nice aus. Meine Offiziere sehen langsam nicht mehr nice aus. Ich glaube, meine nicht aufgestellten zählen nämlich nicht dazu. Deswegen gehen wir jetzt gerade wieder ein bisschen runter. Naja, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier, naja, passiert leider noch nichts.
Mal gucken, ob wir das schaffen noch. Also es wäre schon gut, wenn die noch im Juli wenigstens fertig werden. Die Jagdgeschwader. Finnland möchte bestimmt Treibstoff. Okay. Was möchten die Sowjets? Vergiss es. Die Bulgaren? Vergiss es. Okay, weiter. Eigentlich brauchen wir auch noch die fehlenden Infanteriedivisionen. Ach, sehen Sie wohl, mir fällt gerade was ein. Es war gut, dass ich mich nicht auf den Japaner verlassen habe. Ich habe nämlich nichts gehört, dass er mir beitreten will oder sonst was. Und er macht gar nichts. Er macht nichts. Depp. Nichts. Der ist komplett auf seinem Fleck stehen geblieben. Wir haben mittlerweile 39, der müsste schon irgendwo hier in China sein. Er hat nichts getan. Toll. Na gut, dass wir uns nicht auf die Japaner verlassen haben und gesagt haben, diese ganzen fernöstlichen Sachen lass mal raus. Also als Siegbedingung. Weil das wäre ja wohl schief gegangen. Ja, die Radarausbildung ist ihrer Zeit voraus, nicht veraltet. Richtig sagen, bitte. Naja, geht ja schon fast. Okay, weiter. Okay, Einsatz von leichten Bomben. Aha, und jetzt sehen wir schon zumindest wieder was Gelbes oben auftauchen. Dann geht es ja bald wieder weiter. Zeit wird's. Operative und taktische Kommandostruktur. Schön, schön. Kann einem gefallen. So. Dann wollen wir mal schauen. Also, beides raus. Na, mach's doch raus. So, wo ist denn jetzt überhaupt der Blitzkrieg? Hier. Jetzt wird er nämlich im April fertig auf einmal. Aha, sehr schön. Flugbenzin ist eh eine Forschung, die geht automatisch raus. Angriffskonzentration nicht. Dann machen wir sie halt raus. Na, das sieht doch ganz gut aus schon wieder. IK ist etwas gestiegen. Ja, aber nicht genug halt, ne? Die wollen Treibstoff haben, okay. Die Bulgaren wollen Treibstoff haben, okay. Ich würde sagen, wir werden die ersten Jagdgeschwader mal hochklatschen. Erstmal so einfach, dann kann ich es immer noch nach unten bringen. Du auch. Du auch. So, dass ich euch wenigstens aufstellen kann. So, und dann geht ihr. Stückchen nach unten. Wobei, wie gesagt, die Panzer jetzt, die brauche ich nicht mehr gleich. Die sind egal. Die 21. bis 23. Wenn ich das 5. Korps erst 1940 was fertig habe, reicht auch noch. Problem, was wir jetzt haben, werden die Raketentestgelände, wa? Naja, gut, die ersten zwei werden auf jeden Fall fertig. Ach, so war das. Sobald ich welche aufgestellt habe, glaube ich, darf ich keine mehr bauen. So war es, glaube ich. Aber gut, kann ich mitleben. 5 Raketentestgelände reicht. Noch ein Stück weiter runter vielleicht sogar. Ja, komm. Unter die Raketentestgelände. So. Und was läuft jetzt nicht? Das letzte Raketentestgelände läuft nicht mehr. Wird aber auch noch fertig. Vor Kriegsausbruch sogar. Gut. Hab ein bisschen gepennt, wie gesagt.
bisschen spät angefangen, die wichtigen Sachen zu bauen. Ich hätte einfach die Infanteriedivision umbenennen sollen und auf die Infanterieproduktion verzichten, aber naja. Treibstofftank für taktische Bomber kann raus. Dann können wir glatt hier die Marinesachen noch reinmachen und dann vielleicht sogar die strategischen. Naja. Naja, die Effizienz wird ja demnächst dann auch noch besser, wenn die Forschung mal gemacht wird. Na, was ist? Ja, wir haben März. Wir haben ein Handelsangebot, ja. Was für null Geld? Ach, naja, ist mir egal jetzt. Wird denn da schon was gebaut? Ne, Dekodierung. Kodierung, Dekodierung und elektronische Datenverarbeitung, das muss gestartet werden. Dann wird die Forschung besser. Na, das wird wohl 39 nichts mehr werden. Oder zumindest nicht vor Kriegsausbruch, sag ich so. Bewaffnung, taktische Bomber. Okay, jetzt wird schon wieder in Nation geforscht. Ach, taktischer Bomber sogar auch. Ineffizient. So, jetzt wird nochmal das zweite in Nation geforscht. Wird denn das noch fertig? August, gerade so. Okay. Ja, wie gesagt, Marinebomber brauche ich am Anfang eigentlich überhaupt nicht. Strategischer auch nicht. Ist nicht so schlimm, wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe. Auch der Zeit voraus. Aber ich würde sagen, wir machen es mal rein. Wenigstens so die ersten Sachen, die Marine-Sachen. Wie gesagt, strategische Bombe, schwere Bombe habe ich nie benutzt. Ist vielleicht ein Fehler, vielleicht hätte ich die Briten dadurch ein bisschen weichklopfen können. Sollte ich vielleicht den Black Ice dran denken. Wenn ich euch den dann noch ein bisschen zeige. Das ist ja erstmal der erste Teil des Projekts. Jetzt haben sie wieder abgelehnt. Vögel, ey. Frachtraum ist wahrscheinlich nichts mehr, okay. Naja. Geht ja trotzdem. Jetzt sind wir hier schon. Ah, jetzt wird schon fast die geforscht und wird sogar selbst bei der schlechter Effizienz im Juli fertig werden. Schön. Cool. Diplomatie-Einfluss haben wir genug. Die strategischen Bomber, jawohl. Zeppelin nicht, um die strategischen Bomber geht's. Die Zeppeline ist noch okay. Ja, das ist dann auch komplett. Schon fast, ja. Das ist auch Käse, weil, naja. Zeppelin. Blödsinn. Ah, das wird erst Oktober fertig, der Flugzeugmotor. Das wird noch im Juli fertig, angeblich. Schauen wir mal. Das wird Juli fertig, die elektronische Datenverarbeitung. Schön, schön. Schön, schön. Danach haben wir eine bessere Forschungseffizienz. Gut. Wichtig. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt-Status mit Sowjetunion. Genau. Kann gebrochen werden. 39. Aha, das habe ich noch gar nicht gewusst, dass er so früh gebrochen werden kann. Und kann aber erst gebrochen werden, wenn ich genug an ihrer Grenze stehen habe, glaube ich. Ich glaube, das war auch Voraussetzung. Strategischer Bomberbewaffnung. Können wir auch rausmachen. Bewaffnung. Was? Ah ne, Treibstofftank für Transportflugzeug. Okay. So. Finnland möchte Treibstoff? Na klar. Aber ich habe fast 60.000, also das ist okay. Ich habe ein gutes Plus. Da kommen wir schon mit hin. Jetzt hoffe ich nur, wenn ich so auf Produktion gucke, das Flugwerk für Transportflugzeug, okay, machen wir das. Ja, warum machen wir das raus, haben wir gesagt. Danke. Mein Gott.
Ja, machen wir jetzt hier einfach noch die strategischen Sachen rein. Bevor wir dann 39er Sachen forschen. Die wir wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Mal gucken, wie sieht es in der Produktion jetzt aus? Oh, oh, was ist hier los? Die werden alle fertig. Was ist los? Cool, Moment. Moment. So. Da geht ja ohne Ende was. Okay. Ja gut, aber ich glaube, mehr Jagdgeschwader werde ich jetzt erstmal noch gar nicht unbedingt bauen. Aber wie wäre es mit verdammten Infanteriedivisionen? 141 Tage, die müssten ja sogar noch fertig werden. Ich muss ja die Front nach Westen noch verteidigen und außerdem fehlen mir immer noch ein paar. Los. Ja, jetzt machst du ja wieder die Russische in so ein Blödsinn rein. Interessiert hier alte Sau. Aber die können wir wieder umbenennen, okay. Ja, dann mach mal weiter. Also noch 3, noch 4. Ja, mach einfach noch 5. So. Die schmeißt du raus hier. Die braucht kein Mensch. So. Und dann haben wir immer noch ein bisschen was frei. Das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Vielleicht sollten wir sogar noch die Jägerbrigaden probieren. Gebirgsjäger darf ich ja nicht. Ja, war ja klar. Wie gesagt, mehr als eine ist nicht möglich. Ja, toll. Aber okay, Jäger, Jäger, Jäger. Und dann klatschen wir da rein Divisionsunterstützung. So. Und was ist in der Infanterie noch drin, außer der Divisionsunterstützung? Nochmal Artillerie, oder? Wir könnten den Jägern, Belagerungsartillerie ist eigentlich, Kommandos. So. Und von mir aus Belagerungsartillerie. Haupt so machen wir die Jägertruppen. Aha, mehr als 2, davon darf ich auch nicht. Mehr als eine. Ach, da geht es wahrscheinlich um die Kommandos. Dann nehmen wir die mal raus. Aha, jetzt darf ich ohne Probleme. Okay. Ja, hopp, dann mach die jetzt noch rein. Werden die noch fertig? Nein. Ja gut, Januar 1940, gut, das reicht. Zwar nicht mehr für die Schweiz, aber für Norwegen. Okay. Das heißt, ich glaube, die werden nicht alle Januar fertig, weil einer schafft es ja nicht, aber müssen wir mal gucken. So, Blitzkrieg ist jetzt der Zeit voraus. Na gut, das macht ja nichts. Wenn ich jetzt auf Produktion gucke, hier geht es immer noch und die werden sogar alle gebaut. Der Bedarf ist immer noch erfüllt. Cool. Na, jetzt klappt es ja doch noch. Aber die Jäger dauern halt sehr lange. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie lange dauert die Infanterie. August, die würden es gerade so schaffen, aber gerade so. Ach du Scheiße. Naja. Okay, das heißt, die oben müssen erstmal die Hauptlast tragen, die ich bis jetzt habe. Und die anderen Infanteriedivisionen müssen irgendwie schauen, dass sie da noch hinkommen. Und das 12. Armeekorps ist ja voll. Das schnappen wir uns erstmal so jetzt, so wie es ist. Und bringen es mal hier hin. Ja, das 13., wie gesagt, da fehlt die 63. Die kommt dann erst im August. Aber der Rest ist ja da. Du marschierst also schon mal wenigstens hierher. Ja, dann fehlt die 66, 68, 69. Haben wir hier eine 70? Ne, die haben wir auch nicht. Also hier fehlt richtig viel. Aber ihr marschiert auch schon mal irgendwie nach... Na, nicht darunter. Hier nach Olmütz. Okay. Ja, und du kannst im Prinzip schon mal das 15. Armeekorps machen, wenigstens. Ei, was mache ich denn jetzt wieder? So. Und du wirst umbenannt auch natürlich noch. So. Zack.
Das meiste davon werde ich dann offscreen noch weitermachen. Da fehlt die 74. Ja, die kann ich noch nicht anschließen, weil die 14. fehlt. So ein Sheet. Also du bist angeschlossen. Du wirst jetzt angeschlossen. Und du auch. Und dann bewegt ihr euch auch alle mal hier runter. Wenigstens hier hin. Ja, das heißt, der Rest hier, da steht schon, der muss im Moment die Hauptlast tragen. Hier unten rein kommen wird also lustig. Nicht, dass die Slowakei hier noch was an die Polen verliert. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wir haben hier auch noch eine ineffiziente Forschung. Strategische Bombe. Okay, dann raus. Ansonsten haben wir vielleicht die 20. in Panzer fertig. Haben wir. Wird ins 4. Panzerkorps gestellt. Muss jetzt erstmal warten. Raketentestgelände sind alle fertig. Dann werden die bitte in Wolgast aufgebaut. Deswegen habe ich auch so viel frei, natürlich. Die Raketentestgelände sind fertig geworden. Aber leider zu spät, oder ich habe zu spät geguckt. Ich hätte schon vorher was machen sollen. Na gut, habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Ja, ist klar, Bewaffnung für Transportflugzeuge ist auch der Zeit voraus. So, ja, hier haben wir jetzt alles rein. Nee, noch nicht alles. Hier, das fehlt immer noch. Die strategischen Sachen. Ach, die Luftlandeoperation, das wäre ja viel wichtiger. Das würde ich sogar sagen, das machen wir mal an oberster Stelle. So. Okay. Mal schauen, was noch fertig wird. Hier haben wir jetzt erstmal Spritverlust, natürlich. Weil die Truppen sich bewegen. So, Transportflugzeug kann raus. Naja, geht ja. Geht ja trotzdem. Aber wie gesagt, die Produktion ist jetzt im Moment ein bisschen scheiße. Das ist jetzt schlecht, dass wir das nicht gemacht haben. Wir sollten mal in die Forschung gucken, fällt mir gerade ein. Und zwar bei Produktion. Segmentbau. Genau. Forschung beginnen und als oberste Priorität. Reicht aber nicht, ist zu spät. Schade. Hab geschlafen ein bisschen. Wir haben eine nationale Entscheidung. Danzig oder Krieg werde ich jetzt ganz bestimmt noch nicht machen. So, ist die 20. jetzt auch voll? Jawohl. Das heißt, wir schnappen uns den ganzen Scheiß und bringen den hier hin. Auch witzig, hier ist ein Görlitz. Und soweit ich weiß, haben wir hier auch ein Görlitz irgendwo. Hier irgendwo nicht. War ich der Meinung. Glogau, Görlitz. Sehr schön. Okay. Ja, also wie gesagt, die Entscheidung machen wir noch nicht. Da steht, glaube ich, auch dabei, was passiert. Kein Bündnis haben mit Polen, ist keine untergebene Nation. Keine Marionette von Deutschland, Unmut ist nicht eins, also bei mir. Und wir sind noch im Frieden. Und was passiert dann? Jawohl, steigert Bedrohung und führt zum Ereignis Danzig oder Krieg. Ja, und es passiert nur, Krieg. Da sind sie nie dafür, das ist mir noch nie passiert. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Die sagen einfach Krieg, fertig. Und deswegen müssen wir warten mit dieser nationalen Entscheidung. Die können wir jetzt noch nicht machen. Was machst denn du hier eigentlich? Kannst du mir das mal verraten? Ach so. Ja, du nicht. Oh Gott. Wo ist das 11. Armeekorps? Ach so, da ist ja noch niemand angeschlossen, weil, ja,
klar. Gehst mal dahin. So, ich würde sagen, wir gehen so auf Juni. Dann werde ich offscreen dann die letzten Vorbereitungen treffen. So diese ganze Organisation und so. Und Verteilung der Offiziere. Und dann sehen wir uns wieder. Schwere Flugabwehrgeschütze und die Einsatzleitung Jagdflieger. Okay, gut. Habe ich nichts dagegen, dass das jetzt nichts ist. So, Industrieeffizienz wäre auch noch wichtig, aber ist jetzt eh schon zu spät. Ja, Metallproduktion brauchen wir im Prinzip überhaupt nicht, aber können wir jetzt einfach mal machen. Weil wir gerade nichts Besseres machen können. Die Suche nach bla, das machen wir erstmal nicht. Panzerungen. Machen wir. Und ressourcenschonende Produktion machen wir auch. So, und dann ist fast alles wieder voll. Und das ist jetzt auch schon der Zeit voraus. Macht nichts. So, habe ich eigentlich in der Elektronik jetzt schon alles gemacht, was 39er Status ist? Ja, Radar ist getaggt. Das auch. Okay, gut. Dann kämen wir ja zu geheim. Und das geht eben erst, wenn ich ein... Ah, es fehlt mir gar nicht ein Raketentestgelände. Das habe ich ja schon. Sondern Forschung Raketentechnik höher und den Leichtmetallbau höher. Und die Raketentechnik ist aber eigentlich erst 41. Und der Leichtmetallbau ist in Produktion, denke ich. Hier, der ist auch erst 1940. Also da warten wir jetzt einfach noch, bis wir den ganzen 39er-Rest erstmal geforscht haben. So, wir haben Juni. Wir schaffen hier noch ein bisschen was an Forschung. Das ist ganz neckisch. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt die letzten Monate mit der ganzen nervigen Organisation und letzten Aufstellen von dem, was ich gerade noch so fertig kriege, offscreen. Und dann werden wir uns so im, ich denke mal August, werden wir uns wiedersehen. Ja, da stelle ich ja dann sogar immer noch welche auf, fällt mir gerade auf. Die letzten, egal. Das sehen wir uns dann wieder und dann werden wir am Moment, wollen wir gerade überlegen. 31. August? Der August hat 31 Tage. Nein. Bin ich jetzt bekloppt? Naja, ist ja egal. Also auf jeden Fall Ende August. Ich glaube, der hat nur 30. Sehen wir uns wieder. Und dann werden wir diesen schönen hellroten Start hier diese nationale Entscheidung um die Ohren ballern. Und dann wahrscheinlich meine geballte Panzermacht ebenso ins Gesicht schmeißen. Und dann dürfte sich das relativ flott erledigt haben. Was heißt relativ flott? Ich mache das ja viel zu langsam auf eine Art und Weise, die eigentlich zu viel Zeit kostet. Ich müsste mich ja eigentlich nur auf die Siegpunkte konzentrieren und das wäre natürlich Warschau. Das wäre hier Lodz, Litzmannstadt, das wäre Danzig. Es wäre hier oben Grodno, das kann ich ja mit denen holen. Es wäre hier Lemberg und es wäre Krakau. Und dann ist er nämlich fertig. Meistens hatte ich es bis jetzt die letzten Male so, dass ich gegen Warschau gar nicht mehr vorgegangen bin, weil ich danach schon alles, davor schon alles andere hatte, Lodz und so weiter und das hier alles und seine ganzen Städte hier hinten und alles zusammengeknallt. Und dann war sein nationaler Zusammenhalt so niedrig, dass er kapituliert hat. Weil wenn der Wert der besetzten Städte den nationalen Zusammenhalt übersteigt, dann ist Feierabend. Dann kapituliert er. Okay, dann sage ich, wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Und dann geht's weiter im August, wenn die letzten Wochen anbrechen. Die letzten kriegsfreien. Bis dahin. Ciao.